Was hat dir am besten an der Mittelschule Landau gefallen? Also am besten in der Mittelschule in Landau hat mir sehr gut gefallen, das Miteinander und die Gemeinsamkeit, egal ob mit den Klassenlehrern oder mit den anderen Fachlehrern eben. Und was uns sicher auch gut weitergebracht hat, ist, dass wir ab der 7. Jahrgangsstufe immer die gleiche Klassenleitung gehabt haben, also 7, 8, 9, 10. Und das, glaube ich, hat mir auch ganz gut gefallen und auch sehr gut weitergefördert. Woran erinnerst du dich noch, wenn du an die Zeit der Mittelschule Landau zurückdenkst? Also ich erinnere mich auf alle Fälle an ganz viele Ausflüge, was wir gemacht haben. Wir sind zum Beispiel in die Oper gefahren, nach Passau. Wir sind ins Prinzregententheater nach München gefahren. Wir haben im Breitensport waren wir sehr viel unterwegs, auch mit Leichtathletik. Haben wir da sehr gute, starke Truppe gehabt. Und an die ganzen Schul- und Sportfeste, an die Lehrerband, was immer gespielt hat. Und das Sommerfest, das war eigentlich an der Mittelschule früher schon immer ein großes Fest und ein großes Miteinander. Und es war immer sehr schön. Was hat sich seit deiner Zeit auf den ersten Blick der Mittelschule Landau verändert? Also auf alle Fälle die Digitalisierung, der frische Anstrich, dieses Sonnengelb, wenn man in die Aula reinkommt. Also es ist, macht richtig munter und wach und fröhlich. Und die gut ausgestatteten Fachräume auf alle Fälle. Die Schulküche ist topmodern und auch die Werkräume ist sehr gut ausgestattet. Aber auch nicht zu vergessen, jedes Klassenzimmer ist sehr gut ausgestattet mit Dokumentenkamera und jetzt mit der digitalen Tafel. Und da lässt sich sicher sehr gut arbeiten damit. Was war dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach war auf alle Fälle hauswirtschaftlicher sozialer Bereich, so hat das Fach früher geheißen. Und jetzt ist es halt auch so, dass Ernährung und Soziales heißt, aber das war auf alle Fälle mein Lieblingsfach und das habe ich wirklich geliebt. Wie konnte dir die Mittelschule Landau bei der Berufswahl helfen? Also bei der Berufswahl und Auswahl und auch eigentlich auch bei der Findung hat mir sehr viel geholfen, die vielen Praktikas. Wir haben schon von der 7. Klasse aus weg so Projekte gehabt, wo wir ein bisschen in einzelne Berufe reinschnuppern haben können, auch zum Teil nur einen Tag. Wir haben auch diesen Mädelstag immer gehabt, wo wir quasi auch in andere Berufe reinschnuppern haben können. Da waren wir zum Beispiel beim Maler, beim Maurer, beim Bäcker, Metzger, dann in der BMW waren wir auch oben. Also das war echt toll. Und wir haben auch diese berufsorientierenden Messen besucht. Wir waren in der Arbeitsagentur unten, da haben wir auch diese Tests durchgeführt mit Schwächen, Talente und natürlich auch den Stärken. Und damit kann man sie dann besser auseinandersetzen und das hat mich ja, gut unterstützt und auch sehr gut weitergebracht. Wie ging es für dich nach der Mittelschule Landau weiter? Genau, also nach der 10. Klasse habe ich die Kochlehre begonnen bei Feinkost Käfer in München. Die Ausbildung hat 3 Jahre gedauert. Danach war ich noch 2 Jahre im Betrieb tätig. Im Partyservice waren wir international unterwegs. Unterwegs haben wir große Veranstaltungen bekocht über Bambi, Deutschen Filmpreis, Sportball des Sports, große Filmpremieren, große Messen in Basel und in Genf waren wir auch immer viel unterwegs. Und das hat mich sehr gut geprägt auch. Und die große Stadt natürlich, München natürlich auch, hat mich sehr geprägt und sehr geformt. Danach ging es dann in die Sternegastronomie weiter für ein Jahr. In die Sternegastronomie nach Regensburg und dann war ich unter anderem auch dann noch bei Airbus in Manching. Da haben wir die Eurofighter werden da zusammengebaut und ist auch militärischer Stützpunkt. Da war dann die Großkantine, da waren dann jeden Tag so für 2.000, 3.000 Essen zuständig, stellvertretende Leitung auch schon damals. Dann war ich noch 3 Jahre selbstständig zu Hause in Landau mit meiner Mutter gemeinsam. Was machst du aktuell beruflich? Ich habe mein Studium begonnen zur Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung. Und das bin ich auch jetzt. Ich bin fertig mit der Ausbildung und mit dem Referendariat und bin heuer das erste Schuljahr fest im Dienst. Und meine Fächer sind Ernährung und Soziales, also das frühere hauswirtschaftliche soziale Bereich. Und eben das Fach Werken und Gestalten, das was sich früher so Handarbeit genannt hat. Genau, das sind meine 2 Fächer, die was ich unterrichte. Und aktuell bin ich in Eckenfelden an der Schule. Dein Tipp an die Schüler der Mittelschule Landau?
Also mein Tipp für die Mittelschüler in Landau ist auf alle Fälle never give up. Das ist absolut mein Lebensmotto. Gebt's niemals auf, glaubt's an euch selber. Und ich sage euch eins, ich habe auch 4 und 5 im Zeugnis gehabt und schaut's mir an, aus mir ist auch was geworden. Es geht immer weiter und auch wenn man jetzt vielleicht keinen Bock auf Schule hat, aber später auf alle Fälle irgendwann so mit 25, 26 rappelt man sich vielleicht nochmal auf und sagt, hey, ich will jetzt noch das und das anpacken, die und die Ausbildung vielleicht doch nur abschließen oder die Weiterbildung auf alle Fälle machen. Gebt's nie auf, glaubt's an euch und seid immer fleißig und ehrgeizig und dann kann auch euch auch alles sie wehren. Wie gesagt, ich war selber Schülerin hier an der Schule und jetzt bin ich Lehrerin und glaubt's mir, in eurem Alter war das auch nicht mein Traumberuf.